Unsere Meinung ist auf jeden Fall, dass COD nicht tot ist. Ich kann dazu nur sagen, zum Beispiel die Call of Duty Szene ist im Vergleich zu der FIFA Szene oder der Counter-Strike Szene, auch wenn die jetzt zurzeit ein bisschen am Hype ist, ist noch viel, viel größer. Ich habe zwar Public und so nie viel gespielt. Wir spielen ja Competitive. Ich habe zwar auch natürlich ab und zu Public gespielt, aber Competitive hat mir immer Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin, egal welche COD das war, auch wenn es mal Ghosts war oder auch wenn es AW war, was vielleicht viele nicht so gebockt hat, hat mir Competitive meistens immer Spaß gemacht, weil da einfach so dieses, ja, dieser Wettkampf einfach da war. Das hat mich einfach so gebockt. Für mich ist Call of Duty überhaupt nicht, oder? Solange ich alles rape. Es war eine geile Zeit mit Black Ops 2. Denn egal wie viel wir spielten, wir fühlten uns frei. Schon seit 3 Jahren sind wir dabei. So viel haben wir schon erlebt, doch jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Ich finde, COD ist einfach überhaupt nicht tot. Ich denke, für BO3 kommt einfach die Competitive-Szene richtig auch mal in Europa durch und ich freue mich darauf. Also Leute, lasst uns anstrengen und mal gegeneinander antreten. Oder ob das Zocken Sinn macht, und dann Gegner abziehen. Wie ein Bandit in unseren 6er-Teams im TS. Ich habe mich gefragt, was ich davon halte, dass Call of Duty momentan tot ist. Kann ich nur so unterschreiben, Freunde. Es gibt einfach momentan kein COD, was mich Langzeit motiviert. Sprich, ich setze mich 4, 5, 6, 7, 8 Stunden an die Konsole, level die Waffen, schalte mir Sachen frei. Das hat kein COD momentan. Ich denke, da könnt ihr mir eigentlich nur zustimmen, dass das ein COD auszeichnet, dass man auch einfach Waffen levelt und Prestige geht. Und das hat momentan kein COD und deswegen ist COD für mich momentan tot. In jedem COD gehen noch ein paar Runden, ja klar, aber diese Langzeitmotivation ist einfach nicht vorhanden und ich freue mich auf ein aktives Black Ops 3 und lege da meine ganze Hoffnung rein, dass Black Ops 3 wieder mir das bieten kann, was mir die alten COD-Teile geboten haben. Schreibt mir mal eure Meinung bei Shem in die Kommentare, ich lese sie mir auf jeden Fall durch und ich würde sagen, lass ihn in aller Frische baumeln. Tod, Alter, Türke! Nein, war. Oh mein Gott, Jungs, ich hab eine Plan. Oh mein Gott. Der erste in der deutschen COD-Szene, dein Einlasskurs live erspielt. Yes! Man muss differenzieren, ob es als Spiel tot ist oder ob es auf YouTube tot ist. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, das darf man nie vergessen. Ich würde sagen, das Spiel ist immer noch im Mega-Hype. Das Spiel toppt immer noch die Verkaufszahlen von der kompletten Konkurrenz. Call of Duty wird immer noch extrem krass verkauft. Auf YouTube sieht das Ganze meiner Meinung nach so aus, dass die letzten zwei Ableger, also Advanced Warfare und Ghost, einfach gefloppt sind und es deswegen das Problem gibt, dass das Spiel, was jetzt immer noch 3 Jahre später gezeigt wird, Black Ops 2 ist und dass sich das langsam einfach keiner mehr anschauen kann. Deswegen würde ich sagen, COD ist nicht wirklich tot auf YouTube, sondern COD ist eventuell auf Eis gelegt, aber kann auf jeden Fall nochmal extrem stark zurückkommen. Falls aber zurückkommt, würde ich sagen, kommt es auf jeden Fall im Competitive-Bereich zurück und nicht unbedingt im Public-Bereich, weil ich denke, es gibt mittlerweile so viele Sweater und Tryhards, die einfach so extrem gutes Aim und so haben, wo es halt auf jeden Fall für ein extrem gutes Gameplay reicht. Competitive ist auf jeden Fall der Shit, würde ich sagen, ab dem nächsten COD. Ich gebe auf jeden Fall BO3 noch eine Chance und dann würde ich sagen, der nächste bitte. Es war eine geile Zeit. Ich würde mich auch absolut der Meinung anschließen, dass einfach die letzten zwei CODs nicht so gut waren und deshalb die Lust an COD allgemein ein bisschen verloren gegangen ist. Wie viele von euch werden sich Black Ops 3 kaufen? Beinahe jeder. Und warum sollte man sich den Nachfolger eines Spieles kaufen, von dem man dachte, dass es tot ist? Für mich ist nicht die Frage, ob COD noch lebt, sondern wie es lebt. Und ich meine damit, dass wir wahrscheinlich ein Jahr des Competitive sehen werden, auch auf meinem Kanal. Und ich würde mich auch Monte anschließen in der Sache, dass ihr eure Meinung unbedingt in die Kommentare schreiben sollt. Lasst uns gemeinsam diskutieren, Leute. Wir sind eine Community. Wir verschwinden nicht einfach so. Wir sterben nicht einfach so. Haut rein. Zeit für Black Ops 3.